Schlemmen war auf solcher Reise die beste Andacht und Ablass gewesen. So heißt es von einem Insider, kann man sagen, über eine Wallfahrt von Heinrich dem Frommen. Ein Zeitzeugnis aus dem 15. Jahrhundert also. Heinrich der Fromme, Herzog von Sachsen, Sohn Albrechts des Beherzten und ein lebenslustiger, leutseliger Regent offenbar. Er gründete Marienberg, forcierte den Silberabbau im Erzgebirge. Vor allem aber führte er die Reformation im Herzogtum Sachsen an. Das Ganze hat natürlich eine Geschichte hinter der Geschichte und die erzählen wir heute im Stichtag. Sven Hecker macht das. Vor 550 Jahren wurde Heinrich der Fromme geboren, am 16. März 1473. Nomen est omen. Heinrich der Fromme wird nicht umsonst so genannt. Nicht nur wegen der zwei Wallfahrten, die er unternimmt, auch überdies spielt Religion in Heinrichs Leben eine bedeutende Rolle. Er ist es, der die Reformation im Herzogtum Sachsen einführt, wenn er dazu auch ein wenig Anschubs bedarf, weshalb ihn die Nachwelt lange nicht sonderlich schätzt. Heinrich verbringt seine Jugend an den Höfen des Vaters in Torgau und Dresden. Später, Heinrich ist 16, wird er Statthalter im gerade errungenen Friesland. Jedoch zieht er sich alsbald den Zorn der Friesen zu, so sehr, dass ihn schließlich der Vater aus einer belagerten Burg retten muss. Nach diesem Desaster überlässt Heinrich Friesland seinem älteren Bruder Georg. Im Tausch für die erzgebirgischen Ämter Freiberg und Wolkenstein sowie eine jährliche Rente von 12.500 Gulden und 12 Fuder Wein. Im Freiberger Hof ist es allzeit leutseliger und fröhlicher zugegangen denn zu Dresden, und es ist jedermann freie Tafel gehalten und große Buhlerei getrieben worden. Wegen seiner freigebigen Feste, aber auch wegen des teuren Hobbys, der Waffensammelei, ist Heinrich immer wieder knapp bei Kasse, zumal als er fast unerwartet 1512 doch noch heiratet und die Familie wächst. Die Gattin Katharina, jüngste Tochter des Herzogs von Mecklenburg. Eine Hochzeit mit weitreichenden religionspolitischen Folgen. Seiner klugen, energischen Gemahlin gelang es in jahrelanger Arbeit, Heinrich für Luthers Lehre zu gewinnen. Anfangs freilich fürchtet Heinrich den Bruch mit dem katholischen Bruder Georg, doch steter Tropfen höhlt den Stein. Katharina bestellt einen ehemaligen Dominikanermönch an den Freiberger Hof und hört nun regelmäßig evangelische Predigten. Gleichzeitig bedrängte sie ständig ihren Gatten, er solle allein Gott vertrauen und Herzog Georg fahren lassen. Die Ausrede Heinrichs, er würde schwer hören und könne deshalb die evangelischen Predigten nicht verstehen, löste Katharina, indem sie in den Gottesdiensten seinen Sessel unmittelbar neben die Kanzel stellen ließ. Bald drängen sich bei den evangelischen Sonntagspredigten Tausende in der zu kleinen Schlosskapelle. So erlaubt Heinrich ab 1537, sie in den Dom zu verlegen. Damit bekannten sich Heinrich, der Freiberger Rat sowie die Freiberger Bürger öffentlich zur Wittenberger Reformation. Bald darauf, im Frühjahr 1539, stirbt Georg überraschend. So wird Heinrich Herzog in Dresden und er lässt nun keine Zeit verstreichen. Bereits Pfingsten 1539 führte Herzog Heinrich die Wittenberger Reformation offiziell in Leipzig für das ganze Herzogtum Sachsen ein. Trotz der Widerstände aus den altgläubigen Kreisen trieb er unbeirrt die kirchliche Neuordnung weiter. Nach nur 2 Jahren Regentschaft stirbt Heinrich 1541 und wird in Freiberg begraben. Ein schwacher, unselbstständiger Herrscher, so urteilen Biografen spätestens im 19. Jahrhundert. Doch so relativiert Konstantin Enge in der sächsischen Biografie: Durch seinen konsequenten Kurs einer obrigkeitlichen Einführung der Reformation schuf er die Voraussetzungen für die kirchliche, kulturelle und politische Entwicklung des Landes in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten. Heinrich der Fromme, ein Herrscher im religionspolitischen Spagat.